Hallo, Ali, hallo. Ich habe das starke Bedürfnis, heute noch eine Legung zu machen fürs Kollektiv, also eine allgemeine Legung, wo du reinfühlen kannst, ob da was für dich dabei ist. Warum? Also, bevor ich eben, ich finde es gerade ziemlich schwer von den Energien her und habe mich mit ein paar Herzensmenschen heute ausgetauscht. Und denen geht es auch so. Und für mich ist ja, also heute ist Freitag und heute ist nochmal Tanzabend, aber ich will nicht gehen, aber ich will auch nicht gehen. Und dann habe ich mich entschieden, ein bisschen spazieren zu gehen mit meiner Hundeoma und habe vorher zwei Karten gezogen, was denn jetzt dran ist. Und da kam, genau. Ich mache das später wieder andersrum. Der Brunnen. Das heißt, einmal hinablassen in die Tiefe, Gefühle anschauen. Und da passte natürlich die zweite Karte, die mit heraussprang. Hahaha. Auch total gut. Es möchte sich jetzt etwas zeigen und wir haben gerade Neumondenergien, aber wenn du zu einem anderen Zeitpunkt hereinhörst, wird sich vielleicht auch gerade was zeigen. Es ist ein alter Brunnen. Es ist ein alter Brunnen. Was kommt aus der Tiefe zu dir hoch und möchte unter die Lupe genommen werden. Und als ich zurückkam, war mir klar, ich habe mich mit der Tascha, Seelenstrahlorakel, unterhalten. Das will noch eine Legung her. Das ist das Thema. Was will angeschaut werden? Und dann bin ich in die Küche gegangen, um mir was zu trinken zu holen. Und das blickte ich auf die Amaryllis. Ja. Wir haben jetzt März und meine Amaryllis blüht. Und da wusste ich, das gehört dazu. Und ich mag euch jetzt aus meinem Buch Magie der Blumen, Orakel mit 33 Blumenkarten, vorlesen, was, also zusammenfassend, was die Amaryllis bedeutet. Also, wir haben jetzt schon die Vorinfo. Es kommt etwas aus der Tiefe, das will gesehen und wahrgenommen werden, durchfühlt werden, unter die Lupe genommen werden. Was zeigt sich? Ist es ein Potenzial oder ist es ein Anteil, der bisher irgendetwas blockiert hat und der jetzt von dir gesehen werden möchte und geliebt werden möchte, umarmt werden möchte? Fakt ist, die Amaryllis spielt mit. Hey, die Amaryllis blüht normalerweise nicht im März. Und sie hat mich jetzt gerufen für diese Legung. Also, soll ich umschalten? Bin müde. Ich glaube, ich brüte eine Erkältung aus. Aber nein, ich habe ja gesagt, ich bin gesund. Okay. Die Amaryllis überfliegt hier mal alles. Aufgerichtet steht sie da in ihrer ganzen Schönheit. Aufgerichtet. Wie aufgerichtet stehst du da? Im Innen wie im Außen. Schütteln dich die Energien auch gerade durch. Weiter. Okay. Es gibt ein Projekt von einem Künstler namens Peter Kalb. Unter dem Titel Wenn richten, dann aufrichten. Wo wir ja schon bei dem landen, das ich sagte. Und ich zeige euch mal kurz die Amaryllis aus meinem Orakelbuch. Jetzt mache ich mich wieder scharf. Richtest du dich selbst noch? Bewertest du dich selbst noch? Also ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich mich schon bewerte. Zum Beispiel, dass mein Hund unter der Stimmung leidet.
die ich gerade fabriziere, weil ein Thema nach dem anderen hochploppt, wo ich doch einfach dankbar sein könnte, dass die Themen sich zeigen, weil ich bereit dazu bin. Nein, ich bewerte mich, dass mein Hund jetzt unter diesen Energien leidet. Ist aber auch ein Wesen, was für sich selbst entscheiden kann, oder? Also ich traue ihr das zu. Sie will mich halt unterstützen. Was ich sagen möchte, bewertest du dich gerade bezüglich irgendeinem inneren Anteil von dir, der dir vielleicht das Leben schwer macht? Schauen wir mal weiter. Mein Buch fällt schon ein bisschen auseinander. Es hat schon 6 Jahre auf dem Puckel. Das heißt also, wenn richten, dann aufrichten. Richte dich nicht, richte dich auf. Geh wohlwollend und liebevoll mit dir um und dem, was sich gerade zeigt. Aufhören, sich selbst, jetzt ist die Seite gerade, da ist sie. Aufzuhören, sich zu richten und sich damit aufrichten. Raus aus und aufhören, andere zu richten, damit sie sich aufrichten können. Was natürlich deren Entscheidung ist. Raus aus dem Täter-Opfer-Spiel. Dieses sich aufrichten hat auch etwas damit zu tun, sich zu zeigen, wie man ist. Versteckst du noch irgendwas von dir? Trägst du noch eine Maske? Spielst du noch eine Rolle? Oder traust du dich nicht, ein bestimmtes Potenzial zu leben und dich aufzurichten? Die Amaryllis zeigt uns all das, indem sie anmutig, stolz und aufgerichtet in die Höhe wächst. Sie ist in ihrem Aufgerichtetsein weder arrogant noch überheblich. Sie ist einfach wunderschön. Und als ich damals recherchierte, die wird auch Nackte Lady, Naked Lady genannt. Weil ihre Blätter nicht weiter wachsen, wenn sie blüht. Die Nackte Lady zeigt, dass wenn man sich ganz selbst, also wenn man ganz selbst ist und bei sich ist und blüht und sich genau mit all dem, was man ist, zeigt, braucht man die Blätter nicht zum Verstecken. Brauchst keine Maske, brauchst keine Rolle. Wenn du dich zeigst, finden die dich so lieben, wie du bist. Nackt auch im Sinne von Offenheit und sich nicht mehr verstecken müssen oder wollen. Ganz in der eigenen Kraft aufgerichtet, wunderschön und sich des eigenen inneren Reichtums bewusst sein. Das ist die Botschaft der Amaryllis. Kriegst du Gänsehaut? Ich krieg gerade Gänsehaut. Also ihre Symbolik, sie heißt griechisch Amura sein. Das bedeutet funkeln, strahlend. Sie wird auch Belladonna genannt. Also sie will, dass wir anerkennen, uns anerkennen, so wie wir sind. Wo hast du noch Angst, dich zu zeigen? Wo lässt du dich durch andere Menschen oder durch innere Anteile noch beeinflussen? Wo liegt der Ursprung deiner Angst, die vielleicht da ist? Was denkst du, dass passieren wird, wenn du dich lebst, wie du bist, mit all deinen Stärken und Schwächen? Weil wir sind menschelnde Menschen. Wir müssen nicht perfekt sein. Was hindert dich daran, eine Naked Lady zu sein? Denn diese kraftvolle Blume sagt, schau dir deine Ängste an, löse das Thema dahinter, richte dich auf im Innen und dann im Außen. Zeig dich. Sei stolz auf dich und genieße es zu sein, wer du bist. Du brauchst keine Furcht haben, dich ganz zu zeigen. Du bist schön, so wie du bist, mit allem, was du bist. Vielleicht denkst du jetzt, das ist dir einfach gesagt, aber, und ich verstehe dich gut, aber mit jedem mutigen Schritt wirst du vom Leben beschenkt werden. Es lohnt sich also, deine innere Amaryllis mal zu beobachten. Wo stehst du? Wir sind in uns ein Blumenstrauß. Deswegen habe ich dieses
Buch geschrieben. So, das ist jetzt das kleine Vorwort von fast 10 Minuten. Und jetzt schaue ich mal, welche Karten sich noch zeigen mögen, weil diese zwei Karten sagen, da will was an die Oberfläche kommen oder ist vielleicht schon an die Oberfläche gekommen und du darfst es näher betrachten. Und vielleicht helfen uns die Karten. Bis gleich. Jetzt schauen wir mal. Ich gehe mal ein bisschen so, damit ich besser mischen kann. Es will etwas an die Oberfläche kommen oder es hat sich schon gezeigt. Es hat mit Gefühlswelten zu tun. Der Brunnen kann sagen, dass etwas aus dem tiefsten deiner Tiefen nach oben geholt wird. Das kann eine Angst sein, ein Anteil sein oder Potenzial sein. Erzengel Michael ist gerade herausgefallen und lässt dir sagen, aus dem Kartendeck, dass er dir mit Stärke und Mut zur Seite steht. Stärke und Mut. Vielleicht mag uns dieses Kartendeck eine Karte schenken. Und uns verraten. Was? Okay. Hier wird nur gesagt, du bist es wert, glücklich zu sein. Also hat das, was ich zeigen möchte, etwas damit zu tun, dass du das immer noch nicht oder dass du dieses Denken über dich immer noch in dir trägst. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Hat mit dem Selbstwert zu tun. Ich bin es wert, glücklich zu sein. Ich bin es wert, glücklich zu sein. Die Karte ist schon so oft in den ganzen letzten Monaten rausgefallen und immer wieder ploppt sie hoch. Und jetzt zeigt sich, ja, und dieses. Also wenn man eine Amaryllis lebt, ja, wenn man sich lebt, wie man ist und sich nie, für niemanden mehr verbiegt, sondern nur noch für sich selbst, das verändert, was man verändern möchte, dann hat man eigentlich ganz viele anstrengende Faktoren aus seinem Leben eliminiert. Ne? Weil man muss ja nicht überlegen, was mache ich jetzt damit, sondern man ist einfach. Und rausgefallen ist ein Angstanteil. Der war aber in einer der letzten Legungen. Das heißt, du sollst nicht aufgeben. Du sollst gar nichts. Bitte gib nicht auf. Und überwinde die Hindernisse voller Selbstvertrauen. Dieses Bild war in einer der letzten Legungen. Vielleicht denke ich dran, den Link in den Videotext unten zu setzen. Er hat mich an zwei Tagen hintereinander unterschiedlich angesprochen. Am Anfang sah ich ein inneres Kind, das totale Angst hatte. Angst, dass sich das Leben verändert und den sicheren Raum verliert. Da war dieses ein gefährliches Wesen, das sich stechen könnte, verletzen könnte. Und dann habe ich aber gesehen, es ist eine Frau, die sozusagen diese innere, ja, wo das innere Anteil hochploppt. Also es geht um Gefühlswelten, egal ob du Mann oder Frau bist. Es geht um schlechte Erfahrungen, verletzende Erfahrungen und die jetzt hochploppen. Also sie sind schon da, du weißt schon davon. Das sage ich jetzt einfach, weil diese Karte letzte Woche oder diese Woche in einer Legung da war.
Das heißt, aus den tiefsten Tiefen kommt jetzt eine Urangst hoch. Urangst, weil sie entweder in der Kindheit geprägt wurde oder aus einem anderen Leben mitgebracht wurde. Und das Erlebte, und du musst gar nicht wissen, was es war, hat dann auch damit zu tun, dass du denkst, du bist nicht wert, glücklich zu sein. Okay. Du hast eine Erfahrung gemacht, die dir deinen Selbstwert genommen hat, die dich vielleicht schuldig fühlen lässt und dadurch tief in dir der Glaubenssatz entstand, du bist es nicht wert, glücklich zu sein. Vielleicht war in deiner Kindheit ein Ereignis tiefgreifend. Vielleicht hast du in irgendeiner Form ein Trauma erlebt oder dein Umfeld hat dir immer vermittelt, dass du nichts taugst aus den eigenen, warum auch immer. Das spielt hier keine Rolle. Und es ist schön, dass dieser Anteil sich jetzt zeigt und betrachtet werden möchte, damit er verstanden wird, gesehen wird, geliebt wird, umarmt wird. Und du eine Verbindung zu diesem Anteil findest. Ja? Und das wiederum bringt auch Authentizität. Also, verbinde dich mit dem Anteil, der Angst in dir hat. Nimm ihn wahr, hab ihn lieb und schick ihn nicht weg, ignoriere ihn nicht oder sei nicht trotzig oder sauer. Trete mit diesem Anteil der Angst vor großer Veränderung in Verbindung. Damit trittst du mit dir selbst in Verbindung. Sei echt mit deinen Anteilen, die sich zeigen. Und wumm, geht es dahin, zeig dich so, wie du bist. Da haben wir wieder die Amaryllis-Energie. Versuche nicht, eine perfekte Version von dir zu leben. Gib den Menschen die Möglichkeit, dein wahres Ich zu sehen und versteck dich nicht mehr. Das sind die Worte, die ich vorhin genutzt habe, als ich dir sagte, zeig dich, wie du bist, sei eine Amaryllis. Dann sehen dich die Menschen, die dich vielleicht gesucht haben, die dich lieben, weil du bist, wie du bist. Sei das eine Wahlfamilie, eine Wahlgemeinschaft oder sei es in der Liebe. Also, ich meine, auch in der Liebe ist es doch so, wenn du eine Rolle spielst oder eine Maske trägst, irgendwann kommt alles ans Licht und das wäre doch doof, wenn das dann nach einer längeren Zeit kommt, wo man sich wirklich auch schon verbundener fühlt, weil man sich schon länger und tiefer kennt. Oder es wird immer anstrengender, diese Masken und Rollen zu spielen. Und dann leidet ja auch die Liebe und die Verbindung drunter. Und du leidest darunter. Sei doch echt, sei doch einfach echt. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Ich habe schon viele Masken abgelegt, schon viele Rollen abgelegt. Aber ich habe auch Tage, wo es nicht so funktioniert, wo ich bedürftig bin und in alte Muster falle. Okay, die sind rausgefallen, weil ich habe wohl die Liebe erwähnt. Deswegen jetzt hier ein kleines, okay, erstmal die, das betrifft alle. Also, du bist auf Gefühlsebene tief verletzt worden und das kann als Kind schon geschehen sein. Und dadurch hat sich in dir eine Angst manifestiert, wieder verletzt zu werden, dich vollständig zu öffnen und hinzugeben. Und gleichzeitig hast du dir die Schuld gegeben. Da kommt mir gerade so eine Erinnerung, jetzt ist er wieder weggeflogen.
okay, dann sollte ich sie wohl euch nicht verraten. Bei mir ist sie jetzt gerade wie eine Blume aufgegangen. Also betrifft sie mich persönlich. Kollektiv zurück. Ich bitte die geistige Welt, mich zu unterstützen, mich wieder ins Feld einzuklinken, weg von mir. Du hast also Verletzungen erfahren, die dir deinen, die dir genau auch deinen Selbstwert genommen haben. Sozusagen, daher denkst du es nicht verdient, zu haben, glücklich zu sein. Weil es ist ja so, genau, wenn man Verletzungen erfährt als Kind oder in jungen Jahren, fragt man sich ja, warum werde ich bestraft? Warum werde ich verletzt? Ich muss ja was Schlimmes getan haben. Ich muss ja schuldig sein. Und wenn man sich schuldig fühlt, dann fühlt man sich nicht wert, glücklich zu sein. Das heißt also, das ist die Karte der Verletzung des Herzens für mich. Aber in diesem Tarot ist da schon der Regenbogen drin. Ja, das ist für mich ein Tarot, wo diese Karte ausdrückt, dass diese Verletzungen heilen. Und ich bin immer ganz dankbar, wenn solche Themen sich zeigen oder innere Anteile sich zeigen. Das ist wie so ein Puzzlestück, was mir dann zufliegt, wo ich weiß, hey, ich bin jetzt bereit dazu, das näher zu betrachten. Auf die Liebe bezogen bedeutet das, wenn das Thema analysiert ist, mit dem Verstand verstanden wurde und dann ins Herz rutscht. Das heißt, da kann man dann auch Körperarbeit machen, EFT oder andere Dinge, sodass du wirklich deine Erkenntnis auch im Körper verankern kannst als neues Netzwerk. Dann kann sich das auf die Liebe auswirken. Dann kann Begegnung stattfinden. Dann ist die Liebe größer als die Angst. Dann ist die Liebe größer als das Gefühl, dass du es nicht verdient hast, glücklich zu sein. Okay. Jetzt mache ich das mal. Mich zieh. Entschuldigung. Nein, okay. Mann. Okay, ja, jetzt. Also, wir wollen jetzt, wenn du dich da drin wiederfindest, ne? Ich will ja jetzt nicht nur da die Karten legen, weil ich mag ja in meinen Kartenlegungen auch wirklich Hilfestellungen geben, falls du nicht dein eigenes Handwerkszeug hast, was dir da helfen kann. Weil es ist ganz wichtig, von oben nach unten, das heißt vom Verstand ins Herzen, über die Analyse, übers Verstehen. Aber guckt mal, das ist jetzt das Verstehen, das Analysieren. Aber das ist von unten nach oben, ja. Da holst du aus der Tiefe ins Bewusstsein und verbindest dich mit diesem Anteil, der sich gerade zeigt. Und da ist Körperarbeit ganz toll. Trampolin, tanzen oder spazieren gehen und dann mit dir reden. Und dann gucken, was das im Körper macht. Was macht diese Angst vor Veränderung? Wo fühlst du die im Körper? Das kannst du zum Beispiel ausprobieren. Und dann, wenn du diese Stelle gefunden hast, die dir im Körper Angst macht, kannst du sie mit Licht durchfluten, mit Liebe durchfluten oder mit schönen Erinnerungen durchfluten, sodass die Angst ihre Kontrolle verliert. Ne? Und wenn du diesen Anteil in dir liebevoll annimmst und dich um ihn sorgst, wird das mitgeheilt. Ja? Und jetzt gucken wir mal,
welche spezielle Übung fürs Nervensystem hier gut wäre. Das sind jetzt 4 Stück, das ist ein bisschen viel. Moment. Keine raus, ich will nur eine. Okay. Ich will keine rausfallen. Ich probiere es noch einmal. Okay, dann ist es das, was ich gesagt habe. Wenn du nicht möchtest, wenn du Angst hast, alleine da reinzufühlen, triff dich mit einer Freundin oder mit einem Freund oder bitte jemanden dabei zu sein. Und geh wirklich so. Reise in deinen inneren geborgenen Raum, wenn du noch keinen hast. Erschaffe ihn dir und dann lade diesen Anteil ein und erzähle, wenn du es nicht alleine machen möchtest, deinem Gegenüber, was du alles wahrnimmst. Ja? Und unterhalte dich mit dem Anteil, geh ganz liebevoll mit dem Gegenüber um und auch achtsam mit dir selbst. Und entscheide wirklich, ob du das mit dir alleine machen kannst oder nicht. Und wenn du dann spürst, da mag Heilung einfließen, kannst du einen regenbogenfarbenen Regen auf euch niederrieseln lassen oder du kannst dich selbst in die Arme nehmen oder du tust die Situation in Licht einhüllen, folg einfach deinen Impulsen, die Antworten werden da sein, ja, in deinem Tempo. Und wenn es beim ersten Mal nur eine Begegnung stattfindet, wird vielleicht das nächste Mal ein Gespräch stattfinden. Okay. Ich könnte mal, vielleicht mag uns der Anteil jetzt hier was sagen, der so ängstlich ist. Mir kommt jetzt, man ist ja auch, manchmal lässt man sich ja weiter verletzen, ne? Oder verletzt sich selbst weiter, weil man schon diese Geschichte der Verletzung so gewöhnt ist. Also, ich finde den Schlüssel nicht, sagt dieser Anteil. Dieser Anteil hat Angst und ist noch eingesperrt, ne? Und du kannst jetzt diesem Anteil helfen, den Schlüssel zu finden, indem du liebevoll mit ihm bist, wohlwollend mit ihm bist und nicht sauer bist, dass der sich jetzt zeigt, wo du gerade eigentlich große Veränderungen in dein Leben einladen wolltest. Guck mal, die ploppt jetzt hoch, die Angst. Okay, spannend, oder? Wo es vorhin hieß, die Masken fallen lassen. Okay, dieser Anteil ist bereit, seine Gefühle zu klären. Das ist doch schon mal eine feine Sache, oder? Die Bereitschaft, das ist auch spannend, guck mal. Jetzt ist es ein See. Und wie schön grün der ist, guckt mal. Eigentlich ist diese, ich sehe es gerade, hier ist die Tür zwar zu, aber ist nicht so, ist nicht so. Die Tür ist schon offen.
Dieser Angstanteil ist bereit, Gefühle zu klären. Fallen zu viele raus? Schauen wir mal hier. Okay. Ich lege da mal ein Herzchen drauf. Liebevoll nehme ich dich in die Arme, liebe Angst. Okay, also es ist wirklich so, dass kein Kartendeck mehr etwas, also von diesen Symbolkarten, von den Themenkarten habe ich jetzt fast alle durch. Also geht es darum, du nimmst ja letztendlich, wenn du dich mit diesem Anteil auf deine Art und Weise in Verbindung trittst, wenn du mit diesem Anteil in Verbindung trittst und dich auf deine Art und Weise mit ihm, mit ihr, mit dem ängstlichen Anteil unterhältst, in die Arme nimmst oder sonst was, dann gibst du Zuversicht, dann wird sie Masken fallen lassen, wird mit dir die Gefühle klären und das in deinem Tempo, je nachdem, wo du stehst. Das kann sein, dass es jetzt schon in die Auflösung geht, diese alten Verletzungen, sodass auch wieder schöner zwischenmenschlicher Kontakt sein kann, entweder mit Herzensmenschen oder mit einem Herzensmenschen, den du dir als Partner wünschst. Wieder zu viele. Okay. Das ist jetzt klar. Da kommen keine weiteren Themenkarten. Du sorgst dich um das, was sich hier zeigt. Du gibst nicht auf. Du bleibst dran, weil du bist es wert, glücklich zu sein, dann werden die alten Verletzungen diesen Anteil heilen, sodass diese Gemeinschaft, wie auch immer sie aussehen mag, gelebt wird. Die Dauer des Prozesses ist abhängig davon, wo du mit diesem Anteil der Angst stehst. Und jetzt möchten wir wissen, also du kannst jetzt damit die Legung beenden, wenn du magst. Du kannst aber auch dabei bleiben, weil ich immer am Ende, immer, meistens am Ende meiner Legungen noch für die Liebe lege, für die, die wirklich sich eine Partnerschaft wünschen. Und das ist für mich eine ganz magische Karte. Also das ist für mich so, ich öffne mich für die Magie des Lebens. Die 42 hat die Quersumme 6. Im Tarot die Liebenden. Und jetzt kriege ich einen Impuls. Engel der Freude in den Aura-Soma-Karten, dann wirst du die Dinge nicht mehr so ernst nehmen. Du wirst dich nicht mehr aus Angst verkrampfen oder übervorsichtig sein.
Du wirst wissen, was du willst und was du nicht willst. Und es ist ja auch ganz wichtig für diesen Angstanteil, dass er dir vertrauen kann. Und du bist in jedem Augenblick so, wie du sein willst. Also du bist die Amaryllis. Gemeinsam mit anderen. Mit Freunden, mit Familie und mehr. Du wirst es dir gut gehen lassen und das Leben voll Freude genießen. Du wirst deine Träume verwirklichen und dich selbst leben, lebendig, spontan und frei. Du wirst die Ernte einfahren. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Die Ernte einfahren. Es wird sein, glücklich zu sein. Also ich bin gerade wirklich berührt. Kümmere dich um diesen ängstlichen Anteil in dir, egal wie alt der ist. Und dann wirst du die Magie des Lebens leben. Ja, du wirst, schau mal, zwei Fische werden sich für ihre Gefühle öffnen. Bei dieser Karte fließen sie aufeinander zu. Tiefe Gefühlswelten. Und da ist der Bär, ist eigentlich, der Bär ist in den Lenormand-Karten eine männliche Karte. Es ist eine für mich gesund ausgerichtete, autoritäre Person auf diesem Bild. Und die Bärenjungen stehen hier für Gemeinschaft, für Verantwortung für die Gemeinschaft. Das heißt, wenn du jetzt ein Mann bist, wirst du genau diese Verantwortung für die Gemeinschaft, für die Gefühlswelten übernehmen. Und wenn du eine Frau bist, wird ein Mann in dein Leben treten, der diese Verantwortung jetzt übernimmt. Und wenn du eine ganz andere Konstellation hast, dann finde dich hier oder hier wieder. Also, das ist für mich die weibliche Energie, das ist für mich die männliche Energie. Und wenn du anders unterwegs bist, dann schau, wo du dich findest und wo du dein Gegenüber findest, weil hier so schön, oder? Magie, Verantwortung, gesunde Autorität. Vereint. Sehr, sehr schön. Dann schauen wir mal, was uns die anderen Lenormand-Karten zeigen möchten. Also, das ist die Karte, die sagt, Zeit, es gibt keinen Raum und keine Zeit und gleichzeitig ist sie für mich aber auch du, das weibliche Weiß. Das ist was ganz Altes. Wir haben es von der Liebe. Ich habe jetzt in diesem Part geht es um die Liebe. Es ist was ganz Altes. Und es sind so unterschiedliche Zeitmesser da, ja? Und alles spielt miteinander mit. Und du weißt, dass es eine tiefe Verbindung ist mit diesem Menschen, der auf dich zukommen wird. Wo wir an dem Punkt landen. Kennt ihr euch oder kennt ihr euch nicht? Also kennen tut ihr euch. Ob ihr euch in diesem Leben schon kennt, das weiß ich nicht. Aber die Würfel sind schon gefallen. Das bedeutet, das war geplant. Also ihr habt es geplant. Was bedeutet, ob ihr euch real kennt oder nicht, spielt keine wirkliche Rolle. Das heißt, wenn ihr euch noch nicht begegnet seid, werdet ihr euch begegnen, weil die Würfel gefallen sind. Und wenn ihr zu denen gehört, die Distanz zueinander hattet auf allen Ebenen, dann wird das auch zum richtigen Zeitpunkt
dann soweit sein. Du, Frau, trägt, ich spreche ja immer aus der Sicht der Frau, ihr dürft es dann für euch ummünzen. Du, Frau, wirst dann noch im angezogen mit der Rose auf deinen Herzensmenschen warten, beziehungsweise ihn erwarten. Wir warten ja nicht heutzutage. Und wenn er sich entscheidet zu kommen, und er sieht gerade sehr entschlossen aus, wird er auch Leidenschaft mitbringen. Und er war heute auch in einer Neumondlegung bei einem Symbol mit dabei. Genau in der Konstellation. Wie mega ist es denn? Ist das geil? Genau in dieser Konstellation war er heute bei einem Symbol der Neumondlegung dabei. Wollen wir jetzt noch irgendwas wissen? Du erwartest ihn schon. Du weißt, es ist, die Würfel dazu sind gefallen. Du hast auch dir ganz viel Geduld bei allem gehabt, weil dein Herz dir gesagt hat, es ist eine tiefe Verbindung und sie wird zum richtigen Zeitpunkt kommen, wenn er in die Kraft geht und seine Verantwortung für seine Gefühlswelten übernimmt. So, das wird, schaut mal, sie, ich finde es so herrlich, weil ja jedes Kartendeck hat ja andere Bilder. Und schau mal, er wird sein Feuer, also er wird dich wollen, er wird dich begehren. Und der Park hat hier den Nackischen dastehen. Da wird es nochmal bestätigt und es wird mit Sicherheit, es ist hier drauf gefallen, es wird mit Sicherheit eine Begegnung geben. Wahrscheinlich erstmal im Außen, statt gleich zu Hause. Ist vielleicht auch ganz gut, ne? Kann man sich erstmal beschnüffeln und gucken, ob es passt. Und wenn du ihn noch nicht kennst, ist es ja eh dann gut, logisch, dass man sich im Außen begegnet. Und es wird sicher zu einer Beziehung kommen. Jetzt würde mich mal interessieren, ich meine, es geht ja hopp, dalli hopp immer, ne? Ihr begegnet euch also. Und ich meine, kein normaler Mensch geht gleich in eine Beziehung, oder? So, das legen wir mal darüber. So. Also, er wird relativ schnell, klar und deutlich sagen, du bist mein Schatz. Also, das, wenn ihr euch neu begegnet, wird er stark. Ach, ich bin jetzt. Das irritiert mich jetzt. Also, er wird sehr schnell in seinen Gefühlen klar sein. Und du wirst dich bei ihm zu Hause fühlen und willst ankommen. Das ist eine sehr, 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 also wenn diese Begegnung stattfindet, wird das Ganze sehr klar sein. Entweder, was sehr logisch ist, wenn man sich schon kennt und jeder für sich in die Klarheit gekommen ist und wenn dann die Begegnung stattfindet, es ist einfach nur noch eine Frage der, ich blick dir in die Augen und ich blicke zurück und
man spürt, es ist so, wie es war, nur noch viel schöner, als es war. Und es soll ja auch Menschen geben, die sich noch nicht getroffen haben. Und wenn der richtige Zeitpunkt da ist, geht es denen genauso. Die wollen nicht. Nein, will nichts mehr. Und daher ist es vielleicht ein schöner Anreiz, durch deine Angst durchzugehen und deine Angst zu umarmen und deine Amaryllis zu leben und dich diesem Gegenüber gleich vollständig so zu zeigen, wie du wirklich bist. Du brauchst keine Angst davor haben. So, das war jetzt doch nochmal eine schöne Legung. Und ja, Sabine Carola, Autorin, Kartenlegerin, Buchbar, Geschichtenerzählerin und Mutmacherin. Bis bald!